Ich habe immer eine ganz andere Frage gehabt. Gut, den Beethoven, der ist nun gesetzt als ein ganz großer. Wieso sind die anderen eigentlich so blöde und so schlecht? Und das, was man so vor 30, 40 Jahren auch noch in der Musikwissenschaft gelesen hat, das bedeutet ja alles, die anderen waren Pygmäen, Zwerge, Blödmänner. Die haben nicht kapiert, was da losging gegenüber dem großen Beethoven. Und das wurde uns immer als Wissenschaft, also als objektive Erkenntnis, wenn wir es mal auf die Spitze treiben, gebracht. Und ich habe mich dann immer gefragt, was war denn eigentlich mit den anderen? Was war denn mit den anderen Komponisten, mit den anderen Musikern in der Zeit? War das wirklich so schlimm mit denen? Und ich habe dann ein großes Faible für die sozusagen, das ist ja auch für die Kleinmeister, die völlig zu Unrecht verkannten Kleinmeister der Musikgeschichte. Das ist auch so ein Ausdruck, der so pejorativ ist, ne? Völlig zu Unrecht verkannte Kleinmeister. Aber das war damals so ein geläufiges Wort. Da schon in dieser Bezeichnung steckt ja dieser ganze Vorurteil und diese ganze Abwertung drin. Und was mich dann eben immer interessierte, das war nicht die Liebe zu den großen Meistern, sondern der Hass gegenüber den Kleinmeistern. Muss das sein? Muss das wirklich sein, dass man einen solchen Hass entwickelt? Und wie das funktioniert hat, das habe ich für heute mal versucht, nochmal für den Wölfel ein bisschen auszuzeigen, wie sich eine solche Position entwickelt und was da möglicherweise dahinter steckt. Ich beginne aber mit einer kleinen Episode um Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen Briefe wir aber gerade herausgegeben haben. Und im ersten Brief, der uns von Felix Mendelssohn Bartholdy überliefert ist, richtet er am 1. November 1819 aus Berlin diesen Brief an den nur wenig älteren Hornisten Rudolf Gungel in Kaiserslautern. Er schreibt: Mein lieber Signore Rudolf, ich weiß gar nicht, was ich von dir denken soll. Du hältst mich für einen Lump, einen Liederjan, und du Schlingel, was bist denn du? Ich schreibe ihm zweimal ohne Antwort, soll ich mich nicht rächen? Und Vorwürfe? Na, Patsche, Patsche, das war Spaß, Patsche, Patsche. Jetzt kommt Ernst. Ich denke noch recht oft an Jom, bom, 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 bom. Wie der große Bengel dastand und pustete auf einem Horn, welches noch einmal so groß war wie er selbst. Das war der neunjährige Mendelssohn. Er erinnert sich hier an ein Konzert des Waldhornisten Josef Gungel, der am 28. Oktober 1818 während einer Konzertreise in Wien mit seinem, in Wien, Entschuldigung, Wien, in Berlin, ich habe eine Mischung aus Berlin und Wien gemacht, auf einer Konzertreise in Berlin mit seinem Sohn Rudolf auftrat und von Felix am Klavier begleitet wurde. Auf dem Programm stand das Trio für Pianoforte und zwei Waldhörner von Josef Wölfel, dessen Beginn Mendelssohn notiert hat. Die Allgemeine Musikalische Zeitung berichtete darüber. Den 28. gab Herr Gungel, den ich schon in einem vorigen Bericht erwähnte, auf Verlangen mehrerer Musikfreunde noch ein Konzert mit vollem Beifall und zahlreicher Versammlung. Er trug mit seinem 11-jährigen Sohne ein Concertino für zwei Waldhörner von Romberg vor, auch akkompagnierte der letztere die von Herrn Eunike vorgetragene Arie aus Reicherts Rosamunda. Vielen Beifall erhielt auch das Trio fürs Pianoforte und zwei Waldhörner von Wölfel, vorgetragen von dem 9-jährigen Sohne des Bankiers Mendelssohn, einem Schüler des Herrn Berger und dem Herrn Gungel und Sohn. 1873 wurde der Brief Felix Mendelssohn Bartholdys in der Gartenlaube veröffentlicht und die Hornistenfamilie Gungel mit zwei Konzerten ausführlich gewürdigt. Aber es war nur noch von einem Trio für Piano und zwei Hörner die Rede, ohne Nennung des Komponisten Wölfel. Sorgfältiger ging Lampadius 1886 mit seiner Mendelssohn-Biografie mit dem Gesamtbild seines Lebens und Werkens vor. Er berichtet von dem Konzert und erwähnt auch den Komponisten Wölfel noch hier bei diesem Trio. Das Stück war also offenbar fest in dem Repertoire der Hornistenfamilie Gungel verankert gewesen. Bereits am 12. Oktober 1802 spielten es die Brüder Josef und Heinrich Gungel im Saal des Gewandhauses zu Leipzig. 12 Jahre später, am 21. Dezember 1818, spielte es Josef Gungel hier, wie in Berlin, auch mit seinem Sohn Rudolf. Die reisten ja rum und da war das Programm immer ganz ähnlich. Das ging ja nicht anders. Wenn wir uns einmal schauen, wie Wölfel zu dieser Zeit im Gewandhaus zu Leipzig präsent war, dann machen wir mal hier unsere Folie bitte an und schauen mal, dass er 1799 zweimal als Konzertgeber im Gewandhaus aufgetreten ist.
Herr Brinkner, da kommt er. Und ich habe ihn mal einfach gelb markiert, was alles Kompositionen von Wölfel sind. Und Sie sehen natürlich in einem solchen Konzert, als Konzertgeber, da ist er als Komponist natürlich auch bestens vertreten, tritt als Pianoforte-Spieler auf. Das war also hier im Gewandhaus. Das zweite Konzert, das er dann gab, das nächste Bild, war dann... Ist das richtig? Das war das erste und das war das zweite im April 1799, auch wieder im Gewandhaus. Sie sehen hier, auch da ist er wieder der Konzertgeber. Und man kann ja auch schauen, wenn man sich mal die anderen Komponisten anschaut, die hier eine Rolle spielen, dann ist Heidel dabei, dann ist Wolf Winter dabei, dann ist Campagnoli dabei. Also das sind schon eigene Zusammenstellungen, die wir so gar nicht mehr im Bewusstsein, im Blick haben, wenn wir schauen, was da alles gemacht wurde. Das war 1799. Jetzt kam er 1800 wieder nach Leipzig und da trat er selbstverständlich auch in solchen Konzerten anderer Konzertgeber auf, in Akademien. Hier ist es also der Kollege Louis Vogel, der hier auftritt und da spielt er Klavier, ohne auch nur eine einzige eigene Komposition unterzubringen. Dann kommt er 1800 noch, ist er da im Oktober weiterhin und er tritt in einem Konzert von, na hier in einem ganz normalen Konzert im Gewandhaus, wird eine seiner Sinfonien gespielt, da weiß man natürlich nicht welche. Dann wenig später, 2 Wochen, gibt er ein Konzert im Randstädter Schießhaus. Damals hatte man das Gewandhaus dann zeitweise nicht geöffnet für solche Konzerte. Und da gibt er wieder seine eigenen Sachen natürlich überwiegend. Das sind die Spuren, die er selbst da hinterlassen hat. Dann tritt er in einem Konzert der Magdalena William auf. Hier auch mit einem Klavierkonzert und mit Variationen, aber nicht selbst als Konzertgeber, sondern in Unterstützung der Kollegen. Dann kommt hier das bekannte Konzert, über das ich sprach, von den Gebrüder Gugel im Gewandhaus, wo hier das Wölfel-Trio mit den 2 Waldhörnern auftritt. Dann haben wir hier, dann schon im Jahre 1805, ein Konzert von Ludwig Uhing, wieder im Randstädter Schießhaus, wo ein Klavierkonzert von ihm erklingt. Da ist er gar nicht beteiligt irgendwie an dieser Planung, sondern er ist eben im normalen Programm jetzt üblich vertreten, hier 1807, 1808 mit einer Sinfonie. Dann geht es weiter, 1816, nun schon nach seinem Tod, Pianoforte-Konzert, das neueste. Dann geht es hier 1818, 2 Dinge, hier nochmal die Waldhörner, das war offensichtlich auch ein sehr beliebtes Stück, hier wieder mit den Gebrüdern Gugel. Und hier noch ein Abonnementskonzert mit einem seiner Klavierkonzerte. Dann haben wir 1818 nochmal Trio Gugel, dann 1819 Pianoforte-Konzert, ja, und dann ist es das. Das war's. Anschließend wurde Wölfel im Gewandhaus nie wieder gesehen. Keine Belege mehr aus dem Konzertprogramm ausgeschieden. Ich habe ja das letzte Mal so etwas Ähnliches mal für die von den Verlagen her, von seinen Drucken her gesagt, aber man sieht, Wölfel gehörte zunächst noch ganz selbstverständlich zum zeitgenössischen Repertoire. Später geriet er dann, wie viele andere Komponisten, bei dieser Ausbildung des klassischen Kanons in Vergessenheit. Dieses Verschwinden aus dem Musikleben im 19. Jahrhundert ist in vielen Bereichen zu beobachten. Hat sich Wölfel in anderen Konzerthäusern und im Rahmen privaten Musizierens noch etwas länger gehalten als am Leipziger Gewandhaus, so verhielt er sich im Verlagswesen ja ähnlich. Das war mein letzter Vortrag. Hier sei nun diese Spur in der Musikliteratur einmal weiter verfolgt. Die zeitgenössischen Schriftzeugnisse über Wölfel sind bekannt. Margit Heide-Dechert hat das ja alles sehr bestens aufgearbeitet. Hier nur noch mal die wichtigsten Dinge erinnert. Sie weisen also Wölfel als einen geschätzten Musiker aus, der sich breiter Anerkennung erfreuen durfte. Nach dem Jahrbuch der Tonkunst in Wien und Prag 1796 sei hier nur die AMZ die Allgemeine Musikzeitung von 1798-99 erwähnt, die Wölfel mehrfach aufführt und als einen Komponisten würdig
nicht, der nicht etwa Modesucht und Begier, Seiltänze, Reihen anzubringen versuche, sondern in seinen Klaviersonaten die reiche Fantasie und harmonische Gelehrsamkeit des Verfassers nachweise. Unter Nachrichten verberg die Redaktion, das war also Friedrich Rochlitz, voller Lob die zwei Konzerte, die Wölfel zur Michaelismesse 1799 in Leipzig gegeben hatte. Seine Kompositionen zeugen von ebenso viel Genie als Kenntnis, sein bewundernswertes Spiel ist bekannt. In einem Artikel über die berühmtesten Klavierspielerinnen und Klavierspieler Wiens wird der Wettstreit zwischen Beethovens und Wölfel detailliert und sachlich geschildert, woher die oft zitierte Charakteristik der beiden Pianisten stammt. Beethoven spiele äußerst brillant, doch weniger delikat und schlägt zuweilen in das Undeutliche über, während Wölfel bei gründlicher musikalischer Gelehrsamkeit und wahrer Würde in der Komposition Sätze, welche geradehin unmöglich zu exekutieren scheinen, mit einer Leichtigkeit, Präzision und Deutlichkeit vorträgt, die in Erstaunen versetzt. Dazu wird vermerkt, dass Wölfel durch sein anspruchsloses, gefälliges Betragen über Beethovens etwas hohen Ton noch ein besonderes Übergewicht erhält. Merken Sie sich diesen Satz. Nach seinem Tode allerdings ändert sich die Einstellung. Im Rückblick 1814 in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung wird festgestellt, dass Wölfel bekannt genug als Klavierist und Komponist für sein Instrument und fürs Theater gewesen sei, aber hätte er sich und sein Talent nicht vernachlässigt, wäre er sicher ein großer Meister geworden. Kommen die ersten. Die Urteile selbst der Zeitgenossen fallen in der Folge merkwürdig zwiespältig aus. In Pillweins biografischen Schilderungen von 1821 wird Wölfel geschildert als ein bescheidener, angenehmer und jovialer Mann, ein vorzüglicher Mimiker und geschickter Taschenspieler, dessen früher Tod keinem Musikfreunde gleichgültig sein kann. In Thomas Busbys Allgemeiner Geschichte der Musik von 1822 wird er in einer langen Liste der Komponisten von Klaviersonaten genannt, zusammen mit Joseph Haydn, Pleyel, Mozart, Eberl, Müller, Leo Kosseluch, Wannhal, Clementi, Kramer, Dussek, Wölfel, Riemhimmel, Späthoven, Ries, Schneider. Alle eins. Sehr gut kommt Wölfel in der viel zitierten Schilderung des Wettstreits mit Beethoven von Ignaz von Siegfried weg, der ihn als ebenbürtigen Rivalen würdigt. Aber wir müssen eben wissen, das war auch eine relativ späte Aufzeichnung hier bei Seyfried. Vernichtend ist dagegen das Urteil von Wenzel Tomaschek in seiner Selbstbiografie, die Wölfel als leeren, kraftlosen Virtuosen bezeichnet, dem es bei sonstiger Gutartigkeit an feiner Bildung fehle und dem sein kindisch-humoristisches Wesen den Namen eines närrischen Wölfel zugezogen habe. Margit Heider-Dechert hat derartige Äußerungen völlig zu Unrecht als Neidliteratur bezeichnet, da sie noch aus dem unmittelbaren persönlichen Kontakt entsprungen sind, aber erst sehr spät aufgezeichnet. Anders verhält es sich dann mit späteren Urteilen, die aus einem gewissen historischen Abstand herausgeschrieben sind und aus einer geschichtlichen Dimension herausgefällt werden. Eduard Hanslick etwa zählt Wölfel als einen der führenden Bravourspieler auf, der als erster weit gereist sei und im Ausland Aufsehen erregt habe, besonders in Paris als ein deutsches Wunder angesehen und une des hommes les plus étonnants de l'Europe sur le piano gefeiert worden sei. Virtuosen standen allerdings nicht in Hanslicks Gunst und in einer Fußnote tritt er gewiss noch einmal nach, indem er ihn moralisch disqualifiziert. Durch seine Verbindung mit einem falschen Spieler, der sich im Anschluss geriet Wölfel in den üblen Leumund und starb vor aller Welt verlassen im Jahre 1811 oder 1814 in London. Genau, ist ja alles egal. Bei so einem Mann egal. Virtuosität war bekanntlich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer fragwürdigen Eigenschaft abgewertet worden, die vor allem für moralisch minderwertig erklärt wurde und nicht den Idealen einer religiös überhöhten Tonkunst entspreche. Darin stimmt Hanslick mit einem seiner Gegner im Parteienstreit der Zweit überein, denn auch für Franz Brendel zählt Wölfel als derjenige, bei dem ziemlich zuerst die Virtuosität als Selbstzweck auftritt. In seiner Sonate Non plus Ultra habe er eine Menge von Schwierigkeiten gehäuft, lediglich in dieser Absicht. Trotzdem sei er ein gediegenes Talent gewesen und repräsentiere mit dem Beethoven in seiner frühen Epoche die ersten Vertreter der Wiener Schule unmittelbar nach Mozart. Noch weitaus schärfer urteilt Ludwig Nohl, ein fanatischer Wagnerianer,
um sein ihn mal zu charakterisieren, hier andere Dinge. Er bezeichnet Wanhall als Sonatenfabrikator, dessen lächerliche Niedlichkeit fast sprichwörtlich geworden ist, zusammen mit Förster, Ebel und Gelitnik als Nippsachenmännchen verspottet er sie, die der Menge besser gefallen hätte als ein Beethoven, der sie ja dann und wann aus der angestrammten Trägheit des gemeinen Daseins zu höherem Leben aufzustören drohte. Jetzt geht's los, ne? Hier bei dem Ludwig Nohl, wo jetzt richtig ausgeteilt wird, wo jetzt richtig hier Front gemacht wird. Einzig Wölfe habe an Virtuosität mit Beethoven verglichen werden können. Selbst 1799 sei man noch nicht ganz einig darüber gewesen, wer von den beiden die Palme der Kunst gebühre. Als Beweis dafür zitiert Nohl den Artikel über die berühmtesten Klavierspielerinnen und Klavierspieler Wiens aus der AMZ 1798-99 und kommentiert ihn wie folgt: Der Vorwurf, Beethovens Spiel sei weniger delikat und schlage zuweilen ins Undeutliche über, wird auch von Ries und Schindler gemacht. Es ist interessant zu beobachten, wie Nohl seine Quellen bewertet. Nimmt er den AMZ-Artikel noch ganz ohne Abstriche ernst, so relativiert er den Artikel Wölfel aus dem Jahrbuch der Tonkunst von 1796 deutlich. Wölfel habe in Warschau viel Geld verdient und in Wien auf etwas großem Fuße gelebt. Dies habe den Gegensatz zwischen Beethoven und ihm noch schärfer angespannt, Beethoven aber auch angespornt, nämlich schön Klavier zu üben. Nach verschiedenen Triumphzügen durch Europa sei Wölfel um 1814 im größten Elend in London gestorben. Seyfrieds Bericht über den Wettstreit zwischen Beethoven und Wölfel hält Nohl für übertrieben, seine Mitteilungen insgesamt für ebenso ungenau wie geringfügig. Die Ausführung Thomascheks dagegen in der Selbstbiografie lässt er ohne jegliche Einschränkung gelten. Sie sehen, Quellenkritik ist die Basis des Urteils, das ich fälle, und ich bewerte die Quellen so, wie ich mein Urteil gerne am Ende hätte. Etwa dieselben Quellen hat auch Alexander Wheelock Thayer in seiner grundlegenden Beethoven-Biografie herangezogen, aber anders bewertet. Hier sei die revidierte Ausgabe von Hugo Riemann 1910 betrachtet. Die Selbstbiografie von Thomascheck wird wie folgt eingeschätzt. Das lebhafteste Bild von diesem erstgenannten Nebenbuhler Beethovens hat vielleicht Thomascheck in seiner Selbstbiografie gegeben, welcher ihn 1799 hörte. Seine Schilderung lässt deutlich erkennen, dass Wölfels Partei in Wien aus denen bestand, für welche außergewöhnliche Geschicklichkeit die Hauptsache war, während Beethovens Bewunderer diejenigen waren, welche von der Musik Rührung des Herzens erwarteten. Haben wir auch schon gehört. Thomascheks Aufführungen werden kritiklos anerkannt, um die Minderwertigkeit von Virtuosität gegen Emotionalität zum Nachteil Wölfels herauszustellen. Keine Wertung wird zum AMZ-Aufsatz über die berühmten Virtuosen Wiens abgegeben, dagegen die Darstellung Seyfrieds als etwas aufgeblasene und bombastische Erzählung abqualifiziert, wenngleich sie alle Kennzeichen eines wahrheitsgetreuen Berichts des Schreibers eigener Erinnerung trage. Den Schluss, dass beide Kontrahenten sich achteten und als gerade ehrliche Deutsche von dem lobenswürdigen Grundsatz ausginge, dass die Kunststraße für viele breit genug wäre, ohne sich wechselseitig auf der Wandelbahn zum Ziele des Ruhmes neidisch zu beirren, kommentiert Thayer mit einem versteckten Hit auf Beethoven, denn es sei jedenfalls, und jetzt Thayer, dies die Empfindung Wölfels gewesen, und er bewies seine Achtung vor seinem Nebenbuhler, indem er dann die Klaviersonate 7 ihm gewidmet hat. Gegenüber der tendenziösen Darstellung von Nohl bleibt Thayer ausgewogen und zurückhaltend. Aray von Dommer 1868 dagegen sieht Wölfel zwar als gediegen an, wiewohl durch Häufung technischer Schwierigkeiten auch schon mehr den Virtuosen verratend. Die Figur Beethoven drängt die Zeitgenossen zunehmend in den Hintergrund, so behauptet Heinrich Adolf Köstlin 1884 pauschal, Beethoven habe den Ruhm des ersten und bedeutendsten Klaviervirtuosen in den Augen der Kenner selbst einem Wölfel, Kramer, Clementi und Hummel gegenüber behauptet. Das stimmt nun gar nicht mehr mit den Quellen über die Warten. Hugo Riemann würdigt Wölfels Verdienst nur noch darin, dass er Beethoven einen Anstoß zur Vervollkommnung seines Klavierspiels gegeben habe und auf dem Gebiete der freien Fantasie von Beethoven als bedeutend anerkannt worden, ansonsten aber der Komponist zwar seinerzeit gefeiert, doch bald vergessen gewesen sei.
Der Grund dafür liegt nach Riemann auf der Hand. Das Virtuosenhafte, welches in der Faktur anderer Komponisten allmählich anfing, sich breit zu machen, das blendete einen unscheinbaren, geringen Kern mit einer glänzenden und falbenreichen Schale zu umhüllende, das schwer erscheinende, mehr schwer erscheinende als wirklich schwere, dem die Wölfel, Steibel und andere ihre berauschende Folge verdanken, verschmähte Beethoven. Getragen habe die gesamte Kultur eines Beethoven, Haydn, Förster, Wölfel, Schuppanzig, die Kapellmeister, der Kapellmeister Salieri, Weigel und so weiter damals die verständnisvolle Anerkennung eines Elitekreises Hochgebildeter. Die hat die gesamte Kultur getragen. Elitekreis Hochgebildeter. Damit weist Riemann den Anspruch dieser Musik aus, den er für auch für die Gegenwart postuliert. Der Elitekreis Hochgebildeter ist erhaben über den Zeitgeschmack der Masse, die sich bedenkenlos dem schnellen Genuss hingibt. Er wird bedient von den Männern des Zeitgeschmacks. Wölfel, Steibel, Dussek, Kreuzer, so meint August Reismann 1893. Das elitäre Denken, das Komponisten für das große Publikum dem herrschenden Zeitgeschmack nackt nachzugeben genötigt seien, ist bereits bei Johann Nikolaus Forkel zu finden, der meint, nichts ist aber wandelbarer und veränderlicher als jede Art des Zeitgeschmacks, so wie überhaupt alles, was Mode ist. Mode. Sepp Thayer urteilt, der junge Beethoven habe in seiner Kantate auf Leopold II. Dem Zeitgeschmack etwas mehr wie nötig gehuldigt. Jedenfalls wird gegenüber der Unsterblichkeit Beethovens das Ausscheiden Wölfels aus dem Musikleben mit seiner Verhaftung im Zeitgeschmack auch begründet. Im 20. Jahrhundert wird die Musikliteratur immer militanter, ausgrenzender, den Anspruch auf Höherwertigkeit stärker gegen scheinbar Minderwertiges hochschraubend. Die Abwertung Wölfels geht, wenig verwunderlich, von der Beethoven-Literatur aus. Dies ist bei Theodor Frimmel besonders schön abzulesen, der seine Einschätzung in dem Beethoven-Handbuch 1926 etwa so zusammenfasste. Unmäßig gefeiert konnte Wölfe aber in Paris nicht mehr befriedigen und die Brüsseler machte er sich durch sein Kartenspiel einfach unmöglich. Dass Beethovens freie Fantasie bedeutender, tiefer war als die des nur virtuosen Wölfel, ist nach den sonstigen musikalischen Leistungen der beiden klar, sehr klar. Was ich von Wölfels Kompositionen zu Gesicht bekommen konnte, weist zwar ausgesprochenes Talent, aber keineswegs eine Begabung, die den Lärm rechtfertigen könnte, wie man einen solchen ehedem über die wölfischen Kunststücke gemacht hat. Wölfels Harmonisierung ist noch furchtbar dürftig, leer, fade. Hier und da stößt man auf leidliche, ganz putzige Melodien in seinen Klaviersachen und größeren Werken. Frimmel 1926. Derartige Urteile markieren den Stand der Rezeptionsgeschichte zu einer Zeit, da Musik geradezu zu einer esoterischen Heilslehre stilisiert wurde. Sie repräsentieren im Grunde genommen den damaligen, allerdings nun keineswegs verachteten Zeitgeschmack. Er wurde bestimmt von einer führenden Schicht Gebildeter, die sich teils national, teils rassisch definierten und dem kulturdarwinistisch begründeten Fortschritt im Sinne der Moderne stark verhaftet sahen. In diesem Sinne fand Wölfel nun auch im allgemeinen Geschichtsdarstellungen mehr oder weniger gönnerhaft am Rande seinen Platz. Hermann Kretschmann etwa sieht in Wölfel einen Mozartianer unter den Symphonikern der Wiener Schule, der am ausgeprägsten das Österreichische verkörpere. Anmutig, gemütlich, zuweilen intim, auf der Kehrseite nachlässig und unselbstständig. Entschuldigung. Ach gut. Als einen der Nebenmänner repräsentiere er wie auch Eberl und Süßmeier den Reichtum an wirklichen Talenten. Auch so noch wirkliche Talente. Der Wiener Klassik. Guido Adler zählt Wölfel, der stilistisch nicht über die Prinzipien des letzten Mozart hinausgegangen sei, im Rahmen der Gattung Variation zu der Hauptmasse der kleineren Zeitgenossen, besonders in der Klavierkompositz, Gyrowetz, Wölfel und viele andere. Hans-Joachim Moser verschärft den Ton, er spricht vom flachen Steibild, vom glatten Wölfel, vom betriebsamen Pleil. Von den Hügelchen damaliger Symphonik, und damit meint der Clementi Wölfel, Stärke, Witt, Eberl, Czerny, Ries. Von Wölfel speziell schreibt er als einem Salonkomponisten der Beethovenzeit.
Da verwundert es kaum, dass Wölfe wie viele seiner Zeitgenossen einer emphatischen, dem modernen Prinzip des Fortschritts verpflichteten, sich ganz besonders seriös dünkenden Geschichtsschreibung als überflüssig erscheinen und ganz ausgelassen werden konnte. Als Beispiele seien genannt die Standardwerke von Karl Dahlhaus und Heinrich Eggebrecht, da finden Sie keinen Wölfel. Ein Vertreter des dialektischen Materialismus wie Georg Knebler erwähnt Wölfel immerhin, er sei unter den Musikern, die in England großen Eindruck hinterließen, ein damals sehr angesehener Pianist und Klavierspieler gewesen. Die Materialisten waren manchmal dann noch ein bisschen realistisch als die Idealisten. Entschuldigung. Ähnlich beiläufige Erwähnung findet Wölfel auch in den musikwissenschaftlichen Lehrbüchern, wie etwa bei Wörner, wo er zu den Zeitgenossen Beethovens als Symphoniker gezählt wird, schon in früher Auflage, dann auch als bedeutendster Pianist neben Beethoven genannt wird, in der achten Auflage dann als einer der reisenden Virtuosen, die als Klavierspieler und Komponisten zu den Rivalen von Beethoven zählen. In Musikchroniken und so weiter wird er dann öfters mal genannt. Ich überschlage das auch bei, selbst in der Geschichte der Klaviermusik bei Alfred Edler wird er negativ abgetan. Er wird eigentlich immer zum Verlierer gestempelt und seine Sonaten werden im Vergleich mit Mozart und insbesondere Beethoven hinter dessen dynamische Entwicklung über die Jahre hin, seine Stücke immer weiter zurückfielen, eigentlich abgetan und aus diesem auf den Fortschritt konzentrierten Musikgeschichtsbild ausgeschieden. Damit bleibt auch Edler, obwohl er ja nun eigentlich auch gerade für den Pianisten wichtig gewesen, dem Paradigma einer Musikgeschichtsschreibung verhaftet, die sich ausschließlich dem kompositionstechnischen Fortschritt der geistig-kulturellen Evolution und der daraus folgenden Kunstreligion der Moderne verschrieben hat. Eine sachliche, realistische Betrachtungsweise der Musikgeschichte, soweit sie sich aus den Quellen rekonstruieren lässt, die finden wir jetzt in den letzten Jahren, vielleicht Jahrzehnt in der Musikwissenschaft wieder. Und dazu gehören natürlich auch alle die wunderbaren Aktivitäten und die wunderbaren Aufarbeitungen der Geschichte, so wie sie denn sich von uns noch heute realistisch rekonstruieren lässt, die wir auch hier im Wölfelhaus dank eurer wunderbaren Bemühungen findet. Und das, finde ich, ist ganz wichtig und das müssen wir machen, denn ich habe jetzt über die Kehrseite gefunden, wenn ich jetzt über die positive Seite geschrieben hätte, nämlich die große Verehrung von Beethoven, dann hätte ich Ihnen jetzt noch viel erzählt darüber, dass da sehr viele falsche Nachrichten übertragen werden und dass da mehr Legende, mehr Mythos als wirkliche Geschichtsschreibung schreibt. Und ich bin eben dafür, dass wir mal diese Seite der Musikgeschichtsschreibung, die immer so zu kurz gekommen ist, und man sieht ja so, wenn man das so durchgeht, wie das dann so immer noch ein Stückchen drauf, bis es ganz raus ist, wie das fürchterlich vor sich gegangen ist, dass wir das mal heute wieder ein bisschen korrigieren. Vielen Dank für euch.